Na hey, schau, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses. Ich bin Chester 5 und wir müssen jetzt erstmal unser Deck ein klein bisschen umvariieren. Ein klein bisschen. Wir haben ja ein paar neue Karten bekommen. Unter anderem den Riesenvogel. Der V ist jetzt mal nicht so interessant. Aber ein 2000er Monster ist schon, es ist schon ziemlich mächtig. Von daher, okay, du bist jetzt nicht so interessant. Und wir haben halt Folge dem Wind bekommen. Eine Ausrüstungskarte, die Windmonster stärkt. War das richtig? Von geflügelten Ungeheuern. Ich habe an sich nur den Vogel hier. Lass mich raten, das ist auch Folge dem Wind. Ja, es ist sogar das. Das heißt, wenn wir wirklich mal auf Gebirge kommen, haben wir hier einen guten Vorteil. Ich möchte also irgendwie jetzt versuchen, den hier einzubauen. Ohne Scheiß, im letzten Duell dunkler Gefangener hat uns echt das Leben gerettet. Also das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Nee, ich wollte dich nicht sehen, mein Zombie-Freund. Ich bin tot. Cool, nicht? Ach, Goofy. Okay. Und wir nehmen dafür den Riesenvogel rein. Sehr schön. Jetzt haben wir mal ein bisschen was Stärkeres. So auch vom Level her ein bisschen was Höheres. Aber ich glaube, das kann uns in gewissen Situationen den Hals retten. Okay. Wir haben Canterbury hinter uns. Auf geht's nach Dover. Wenn du ein Schiff suchst, das dich nach Frankreich bringt, so komm an Bord. In Ordnung, Landratte. Wenn du Frankreich erreisen willst, musst du dich mit mir duellieren. Ich, mein Name ist Marco, Kartensöldner der Bandidne. Und wie bist du beim Element? Ich habe darauf gewartet, dass du meinen Weg kreuzt. Schlage ich und ich setze die Küste von Bolognese ab. Ich habe nichts gegen dich, aber ich würde gut bezahlen, um dafür zu sorgen, dass du Frankreich nie erreichst. Und wie soll ich meinen Teil des Handels zu erfüllen? Ich bin Fisch. Die Musik ist catchy. Okay, warte mal, wie viel? Okay, ich habe gerade Schiss gehabt, meine Deckkosten wären zu hoch. Der hat auch geringere Deckkosten. Warte mal. Warte mal. Alter, bislang hat Tristan die höchsten Deckkosten. Und sein Deck ist Müll. Achso, und hier ist gar nichts, okay. Wie schon gesagt, die See ist mein Element, du hast keine Chance. Lass mich raten, ich krieg wirklich jetzt ein 100% Wasserfeld. Ja, leck mich doch. Soll ich mich in der Ecke verschanzen, oder was? Drei Felder Erde. Ei, caramba. Das ist eine schreckliche erste Hand. Aber gut. Der Kerl hat hier wahrscheinlich nur Bonis. Ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll. Also sein Deckmeister ist Kairyoshin. Das ist gut zu wissen. Oh, er hat aber mehr Land bei sich. Da erstmal hinkommen jedoch. Aber das können wir versuchen. Ich muss mich versuchen, da ein bisschen auf das Land zu verschanzen. Ja, ist richtig, übertreib! Okay, die eine... War das Absicht? Okay. Bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet. Ah, guck mal, unser Retter aus dem letzten Duell. Was bringst du nochmal? Alle Monster... Ach ja, stimmt ja, so ein wertloses Ding. Beschwören wir oder lassen wir es sein? Nee, dich nicht. Komm, wenn, dann müssen wir beschwören gerade. So, mystischer Clown. Er ist so mystisch und ein Clown. Aber auch von mir aus in die Richtung. Okay. Der lässt er mich jetzt an das Stück Land oder wie soll ich das jetzt annehmen? Krieg grad nur Gülle, ne? Absolutes Gülleblatt. Aber gut.
Müssen wir so. Ich habe gerade nichts, was ich an die Front schicken kann. Um mal ein bisschen rauszutesten. Find's auch geil, dass die irgendwie jedes Mal Monster haben, dass die auch genug Punkte haben. Ich glaube, deswegen ist das da oben, sind das alles Fragezeichen. Ne? Ich glaube nämlich, das Spiel will mich verarschen. Das glaube ich nämlich. So, komm. Unser neuer gefeedeter Freund. Vielleicht kann der uns helfen. Vielleicht auch nur ein bisschen, aber vielleicht kann er uns helfen. Okay, du bist sowieso gerade... Ich weiß nicht. Sag mal, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du jedes Mal ein Monster beschwören kannst. Das geht nicht gut aus? Nee, das geht nicht gut aus. Das Ding hat... Ja. 1700? Aufsogen? Wie? Ach, das Ding hat er geboostet, stimmt. Get carried. Das ist echt nicht nett. Und das Ding hat einen Effekt. Das Ding hat an sich 1700. Ekelbert. Absolut Ekelbert. Aber da kann mein Vogel gegenhalten. Solange ich nicht auf Umi gehe. Wenn er da bleibt, wäre natürlich nicht schlecht. Weil sonst habe ich ein Problem. Ich leg mal ein Bait aus. Nochmal wieder. Ich nehme dadurch zwar Schaden. Ein bisschen. Aber so viel hab ich wenigstens vielleicht genug Zeit. Okay. What to do with the drunken sailor? Ich hab echt das beschissenste Blatt, das es gibt. Nee, ich hab grad echt Pech. Das ist nicht lecker. Aber er haut nicht so viel raus wie Mai. Das ist an sich irgendwo mal erfrischend. Ich glaube, den Clown. Nee, den Clown möchte ich nicht sehen. Ich glaube, dann wird mir schlecht. Und ich glaube, mein Bait hat sowieso nicht funktioniert. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil ich komme nicht weit genug mit dem Vogel. Ich komme einfach nicht weit genug. Und in der Zeit hat er sich schon wieder eine halbe Mauer da aufgebaut, weißt du? Ungut. Dann so. Nee, er kann sich natürlich nicht weiter bewegen. Ist alles ein bisschen kritisch gerade. Wenn ich wenigstens ein paar Wassermonster ziehen würde. Okay, aber so hat er seine Qualle gerade den Tode geweiht. Das Ding kann ich gerade gleich weghauen. Und danach wird er wahrscheinlich mich weghauen. Ja, ich kann dagegen kämpfen mit meinem Adler. Sehr schön. Jinso hat hier gar nichts zu melden. Sehr schön. Jinso ist einfach out. Out of a question. Nee, wir brauchen gerade erstmal überhaupt... Nee, nicht so. So. Und du auch. Ja, dagegen kann ich gewinnen. Sehr schön. Hallo, hier ist Adlerman. Und Adlerman macht die Qualle putt. Jetzt wollen wir meinen neuen Adler sehen. Alter, hat das Ding breite Schwingen. Das ist mal ein Adler. America! Fuck yeah! Ich mach einfach mal Megawind. Einfach die Qualle in einem Sturm ersticken. Das Ding hätte 2000 Verteidigung gehabt. Da hätte ich nichts zu melden. Okay. Okay. Ich sag schon wieder zu oft okay, okay? Alter, die können echt jede Runde was raushauen. Das ist schockierend. Das lässt mich nur erahnen, was es später noch für Karten gibt. Aber wenn ich es schaffe, da wirklich an...
Okay, das ist ein bisschen low. Aber es gibt mir wenigstens ein bisschen was. Das hat ja funktioniert. Nein, das hat nicht funktioniert, ich Idiot. Ich Idiot. Oh, nee. Das hat doch nicht funktioniert. Was mache ich denn da? Nee. Wobei, die sind nicht aufgedeckt. Ich kann also dahin. Ich muss ein bisschen zeigen, dass ich hier was hab. Ich meine, ich hänge hier wirklich an den letzten Punkten und er hat gefühlte 10.000 Karten auf dem Feld. Das gefällt mir gar nicht. Aber gut, vielleicht geht er dann eher decktot. Vielleicht kann ich darauf plädieren. Nee, nicht so. So, ich komme jedes Mal durcheinander. So, hier hin mit dem Vogel. Okay, Neo. Ein Hexer kriegt hier Boni. Okay. Von mir aus. Na gut, beschwören wir Neo. Ist es euer Ernst? Nee. Der hätte doch noch nie 1700. Doch, der hatte 1700. Okay. Habe mich tatsächlich geirrt. Okay. Ich gebe es dazu, wenn ich mich irre. So, die Frage ist, was hat er da? Oh! Hä? Moment, der Typ könnte mein fucking Land fluten? Eine brüllende Seeschnecke. Ja. Da, mein Freund, ich kenne eine Menge Seeschnecken. Das ist keine Seeschnecke. Das ist eine derbe Schlange. Ein Seedrachen, um genau zu sein. Und da geht Neo baden. Eine brüllende Seeschnecke. Wo auch immer das eine Schnecke sein soll. Mit Bann belegt. Ha! Suck, Dick. Die Schlange ist jedoch jetzt ein ziemliches Problem. Kann das Ding echt andauernd mein Feld fluten? Weil wenn ja, dann haben wir hier bald ein Problem. Gilt hier. Das ist ungut. Ich muss gerade mal ein bisschen horten, okay? Wir horten jetzt mal ein bisschen. In der Zwischenzeit... Okay, da kann sie sich hier nicht bewegen, also machen wir es so. Okay, ich versuche jetzt einfach gerade ein bisschen ranzukommen an ihn. Wenigstens ein bisschen. Weil wenn ich es schaffe, irgendwie da durchzukommen... zu ihm... dann kann ich ihm Druck machen. Dann kann ihm auch seine Seeschlange nicht viel helfen. Dann kann ich Druck machen. Und das nicht zu knapp. Okay, jetzt kann ich wieder was beschwören, was Gutes. Was Leckeres. So gilt ja. Und Abmarsch nach vorne, du musst ans Land. So, komm. Bingo, wir kommen durch. Sehr schön. Da kommen wir noch durch, aber ich weiß nicht, was sonst passieren wird. Mann, der Adler ist echt krass. 2000 pur. Wisst ihr noch in Forbidden Memories, wie lange wir gebraucht haben, um einmal ein Monster zu kriegen, was 2000 hat? Es hat uns Ewigkeiten gedauert. Viel zu lange, um genau zu sein. Ach nee, ich habe ja beschworen. Bäh. Die harte Rüstung lassen wir da mal. Die lassen wir mir jetzt mal als Bait für die Seeschlange da, von mir aus. Ja, das war mir klar. Aber das soll mir recht sein. Effekt aktiviert. Was hat das Ding für einen Effekt? Ich finde das Wasserfeld eigentlich verdammt geil. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das Wasserfeld ist cool. Aber ich muss mir was zurechtdenken, um mich hier zu schützen. Sonst gehe ich unter. Ja, jetzt haut er ab. Das hilft ihm aber auch nicht. Vor allem nicht, wenn du da was hinsetzt, was überhaupt keinen Sinn macht.
Das musst du nur löschen, mein Freund. Okay, Angriff. Im Kampf wird das besetzte Feld immer mehr Gebiet verwandelt. Flip, wenn diese Karte aufgedeckt wird, wird ein mehr Gebiet verwandelt. Oh Gott, das Ding macht eigentlich alles zum Meer. Dieses Ding ist fies. Okay, gilt ja, hau bloß ab. Wobei, du hast eh keine Chance gegen das Ding. Deswegen... Mist, ich kann nicht angreifen. Warum nicht? Ich möchte aber... Mann, shit. Das wäre 1400, das ist zu wenig. Das ist riskant. Mann, der Einzige, der gerade Druck machen kann, ist mein Adler. Und das ist auch nur eine Frage der Zeit, für wie lange. Okay, ich kann aber was beschwören. Dann hauen wir mal was raus, was wir einfach so hier zum Snack hinstellen. Sagen wir es mal so. Wobei, er kann mich gleich schon direkt angreifen, ne? Dunkler Gefangener, guck mal hier. Da, guck mal, greif den an. So, was machst du jetzt? Haust du weiter von mir ab? Nee, du greifst mich nicht direkt an. Kannst du auch gar nicht, stimmt. Sondern gehst mit deinem... Okay. Mit dem verrückten Fisch auf mich los. Schmeißt verrückte Fische nach mir. Sag mal, geht's dir noch gut? Diese Seeschlange ist ein Problem. Da habe ich nicht mal mit Sogen was zu melden. Das Ding würde einfach mein Land fluten. Alter, das Ding ist creepy. Ist echt ein verrückter Fisch. Der Fisch ist vollkommen wahnsinnig geworden. Ja, haut weiter ab. Fusion, ja, schön. Ich bräuchte zwei direkte Angriffe an ihm. Zwei. Das Problem ist, die wird er mir nicht ohne weiteres geben. Zumal er jetzt immer weiter abhaut. Oh, noch in eine Richtung, wo ich nichts machen kann. Hier ist diese verkackte Seeschlange, genau an meinem Genick. Ich muss mich weiter wegbewegen. Und das ist im Grunde genau wie ein direkter Angriff. Ah, fuck. Der Flammenschwertkämpfer kann mir hier auch nicht helfen. Sie aber ein bisschen. Na, eigentlich auch nicht. Eigentlich muss ich die ganz normal verteidigen. Ich nehme lieber einen Angriff von dem Fisch entgegen, als von der Schlange. Ist beides nicht angenehm, aber gut. Vielleicht ist er auch blöd genug und geht nach dem hier. Dann wäre nämlich sein Fisch im Eimer. Der Fisch kann, den kannst du wegschmeißen danach. Würde zu gern angreifen, ne? Ich bin ihm da jetzt wahrscheinlich voll auf den Leim gegangen. Jetzt geht er wieder zurück, der Arsch. Nee, das wird... Ja, ein Wasserdrachen! Oh, klar! Ein fucking Wasserdrache! 2750! Und offenbar, da haben alle seine Viecher irgendwie den Effekt, dass er was fluten kann. Das heißt, selbst wenn ich Sogen gerade in der Hand hätte, das wäre mir keine Hilfe. Weil sobald seine Seeschnecke oder das Ding hier gegen irgendwas kämpft, wird's geflutet. Oh shit, mein Vogel. Ja, ich glaube, das kann ich vergessen. Ich stecke hier zu sehr in der Klemme. Nee, Maskenclown. Nee. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es mir geholfen hätte, wenn ich eine bessere erste Hand gehabt hätte. Also, sagen wir mal ehrlich, mein erstes Blatt war schrecklich. Greift dein Fisch, gilt ja? Ja! Cool, kriegst du wenigstens etwas auf die Fresse. Blödes Vieh. So, ist wenigstens etwas an Schaden. Das ist gut für mein Karma. Fisch!
Ja, richtig, hau mehr raus. Es ist erstaunlich. Also ich habe immer das Gefühl, die haben mehr als 5 Monster. Ich weiß nicht wieso. Jetzt stecke ich in der Klemme. Jinzo, geh mal weg. Egal, wo ich jetzt was beschwöre, es... Ja, im Grunde, es wird mich zerstören. Ja, ich habe nichts, was mich jetzt irgendwie retten könnte. Selbst wenn ich jetzt irgendwie Sogen gezogen hätte, ich hätte ja nichts aufs Feld bekommen. Aber wäre hier Sogen gewesen, ich glaube, das wäre gut gewesen. Aber nee, das... Das kann ich knicken. Es sei denn, warte mal. Warte mal, gib mir mal die Hülle. Wo ist die fucking Spielhülle? Ich muss mal ganz kurz was wissen. Vielleicht kann ich mir damit noch einen Zucker kaufen. Sekunde. Auch wenn ich nicht wüsste, wozu ich das tun sollte. Ah, hier. Licht. Oh, guess what? Guess what, mein snitchiger Freund? Ich nehme zwar durch ein bisschen Schaden, aber ich habe eine Idee. Pass auf. Wenn das jetzt so hinhaut, wie ich mir das denke, ne? Dann, ich weiß doch nicht, was ich hier retten will gerade. Ich bin ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was ich retten will. Aber muss er jetzt nicht mit dem... Ja, jetzt wird er mit dem Bann belegt. Genau. Ich kann mich jetzt natürlich nicht mehr bewegen, aber das Ding ist mit dem Bann belegt. Von daher... Ach, das ist mein Monster. Versuchen wir es mal, komm. Was ist das denn? Ich bin stärker auf jeden Fall. Mechanischer Barsch. Ist aber Barsch. Zank. Okay. Ich habe vielleicht noch einen Plan B. Wobei, das Ding ist hier. Okay, tschüss, Plan B. Minus 500. Es ist dann gleich stark mit Giltia. Nee, Giltia ist stärker hier an Land. An Land ist Giltia stärker und wenn ich dahin baiten kann. Okay. Vielleicht ist doch noch nicht Hopfen und Malz verloren. Er haut jetzt natürlich weiterhin ab, ist klar. Ja, das war auch klar. Das wird jetzt auch wehtun. Aber. Moment, ich glaube, das war's. Ja, ich bin auf Wasser. Wieso bin ich auf Wasser? Weil er was zu Wasser gemacht hat, ja. Okay. Okay, mein Freund. Du bist eine Nuss. Aber wisst ihr was? Im nächsten Part versuchen wir das nochmal. Im nächsten Part versuchen wir das nochmal und dann... Ja, mal gucken. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Auf sich leckt mich keiner, du schon gar nicht. Blöder Penner. Gut, wir versuchen es beim nächsten Mal. Nochmal. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute.